herzlich willkommen zu eurer Kurzvorschau für das Jahr 2017 in deinem Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten. Die Monatsorakel bleiben euch auch im neuen Jahr mit einer Änderung bestehen, wie ich ja schon angekündigt habe, und darauf dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Neu wird jetzt immer mehr Musik dazu kommen. Jede Energie bekommt ein neues und einzigartiges musikalisches Gewand verliehen. Also lass dich einfach überraschen. Ich freue mich schon total darauf, in die vielen musikalischen Genres und Welten für dich und mit dir und mit euch ganz einzutauchen. Also ein wunderschönes und glückliches neues Jahr wünsche ich dir und wünsche ich euch allen. Hallo meine liebe Waage, das ist eine kleine Vorschau jetzt für euch, für das Jahr 2017, wenn du Waage bist, im Sonnenzeichen, im Aszendenten oder im Mondzeichen. Beginnen wir mal hier mit der Liebe. Wow, Volltreffer, bis in den Oktober hinein verwöhnt Jupiter euch mit seiner Gunst, ne? Denn der Glücksplanet wandert durch ihr eigenes Zeichen. Also egal, ob du jetzt Single bist oder in einer festen Partnerschaft lebst, ihr dürft euch auf eine ganz tolle Zeit in allen Liebesangelegenheiten freuen. Zwar können Pluto und Uranus bei einigen Waagegeborenen immer noch Unruhe und Misstöne erzeugen, doch Jupiter sorgt auch hier für Entschädigung. Nicht zu schwarz sehen und vor allen Dingen mögliche Probleme mit Umsicht und Feingefühl angehen, aber das können Waagen eh gut. Also die Diplomatie sollte da auch hier 2017 für die meisten von euch dann auch auf eurer Seite sein, ja? Dann geht es gerade weiter bei euch, Beruf und Finanzen. Der günstige Jupiter-Einfluss wirkt sich positiv auf alle beruflichen und finanziellen Vorhaben auch aus, ne? Auch schön. Eine gute Zeit also, um sich im Job zu behaupten. Oder falls du schon länger auf der Suche nach etwas Neuem bist, dann ist es auch wirklich sehr, sehr positiv hier, auch etwas Neues zu suchen. Genau. Und man sollte sich auf keinen Fall am Arbeitsplatz in irgendwelche Machtspielchen irgendwie reinziehen lassen, ne? Also, wenn ihr es schafft, euch aus Unstimmigkeiten rauszuhalten, dann fahrt ihr wirklich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen jetzt auch wieder zum Thema und zum Stichwort Diplomatie wäre das hier auch auf jeden Fall ein ganz, ganz guter Rat. Aber ansonsten ist eigentlich doch ein toller Jupiter-Einfluss für den Job an sich, um da weiterzukommen oder um neue Dinge halt in Angriff zu nehmen. Dann die Gesundheit. Pluto und Uranus zerren schon seit geraumer Zeit an euren Nerven leider. 2017 sorgt Jupiter dafür, dass auch gesundheitlich wieder Land gesehen wird. Also für die, die Problemchen haben oder irgendwie mehr, das ist dann auch nochmal eine gute Neuigkeit. Nutzt auf jeden Fall die günstigen Einflüsse und tut auch selbst etwas für euer eigenes Wohlbefinden. Ne? Gerade bei kulinarischen Genüssen oder so über die Stränge schlagen wird hier auch nicht geraten. Ja? Also da ein bisschen aufpassen und halt für den Ausgleich sorgen und ein paar Jogging-Extra-Runden und dann passt es schon mit dem Jahr 2017, liebe Waage. Ja, vielen herzlichen Dank und eine tolle Zeit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.